Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Es ist jetzt einfach 3 Tage nach der Evo Classic. Ich habe euch ja in dem Showday-Vlog schon erzählt gehabt, dass ich noch ein bisschen näher einmal auf das ganze Event und alles drauf eingehen will, wieso der Tag für mich war, weil einfach am Abend des Showdays, da hatte ich wirklich keine Energie mehr gehabt. Deswegen jetzt einmal das abschließende Fazit. Also es war ein mega schöner Tag. Also ich muss sagen, das ganze Team von Evo hat sich selbst wieder komplett übertroffen. Ich glaube, ich fand sogar diese Evo Classic jetzt noch ein Stückchen geiler als die vom letzten Jahr. Also auf jeden Fall mindestens genauso gut. Es war ein richtig schöner Tag gewesen. Es waren einfach so viele Menschen da gewesen. Das war krass. Also die haben es nochmal mit der Bühne und allem getoppt zu letzten Jahr. Oben war einfach nochmal ein extra Zuschauerbereich, das einfach, ich glaube, insgesamt 3000 Leute mit da sein konnten. Letztes Jahr waren es ja, glaube ich, nur so um die 2000. Auf jeden Fall waren viel mehr da gewesen. Die ganze Show, einfach alles. Es war mega. Zeitplan hat wieder alles gepasst. Also gerade was das Organisatorische angeht für einen Wettkampf, ist das echt top gewesen. Also es gab, glaube ich, zwischendurch mal so ein paar Minuten Zeitverzögerung, aber das wurde dann auch teilweise wieder direkt eingeholt. Also hat an sich alles perfekt geklappt. Die Aufteilung der Halle war diesmal ein bisschen anders. Unten der Bereich war eigentlich komplett gleich. Da konnten dann die ganzen Zuschauer und alles hin. Es gab wieder einen Evo-Stand, wo man Sachen kaufen konnte. Dann gab es einen Range-Stand, wo es wieder kostenlos Energy gab. Das war ja im letzten Jahr auch schon so. Das war natürlich mega. Also man konnte sich einfach kostenlos Energy holen. Dann generell gab es so Sitzplätze, Sachen zum Essen, die man sich holen konnte und auch noch Creapure-Stand. Da hat man, glaube ich, Traubenzucker und sowas nochmal bekommen gehabt. Und ansonsten waren wieder so Evo-Wände da gewesen, wo man Fotos machen konnte. Davor war ja auch das Meet and Greet. Das haben wir persönlich jetzt nicht mitbekommen, aber einfach, weil wir da noch im Hotel frühstücken waren und danach die ganzen Sachen aus dem Zimmer gepackt hatten ins Auto. Deswegen waren wir jetzt nicht beim Meet and Greet gewesen, weil natürlich der Fokus auf dem Wettkampf lag für uns jetzt. Das ist natürlich das Wichtigste, dass da alles passt. Und deswegen hatten wir jetzt keine Zeit, zum Meet and Greet zu gehen. Aber es gab es auf jeden Fall auch einmal für die Zuschauer. Und ansonsten war der untere Bereich eigentlich, wie gesagt, für die Zuschauer. Und im letzten Jahr war es ja so, da wo man die Treppen hochlaufen konnte, war es einmal komplett Athletenbereich gewesen. Das war jetzt dieses Jahr so, dass da auch Zuschauer dann nochmal zusätzlich mit hin konnten. Die haben quasi den oberen Bereich auch für die Zuschauer aufgemacht. Ich nehme an einfach, dass dadurch dann diese 3000 Menschen insgesamt da sein durfte, weil man auch dieses Jahr oben auf die Tribüne gehen konnte. Und da konnte man dann quasi auch nochmal von oben rein in die Halle gucken, wo dann der ganze Wettkampf stattgefunden hat. Und so wie ich das verstanden habe, haben sie dieses Jahr extra für die Athleten noch eine zusätzliche Halle dazu gebucht, die im letzten Jahr nicht hatten. Einfach damit wir da diesen Backstage-Bereich hatten. Da war auch an sich genügend Platz gewesen. Also das war alles auch top. Aufpumpbereich gab es wieder. Das war mega. Einfach mit wieder Kabeltüren, Kurzhanteln und einfach SZ-Stangen, dass man sich richtig geil aufpumpen kann. Weil bei den meisten Wettkämpfen hat man da ja gar nichts. Also da muss man selbst seine Bänder mitnehmen. Die hatte ich jetzt auch noch zusätzlich dabei gehabt. Aber trotzdem, man konnte sich auch einfach mit Kurzhanteln und allem aufpumpen. Das war cool gewesen. Spiegel gab es auch. Das heißt, man konnte nochmal seine Form alles begutachten. Und was eigentlich wirklich mit das Coolste war, da waren auch nochmal Fernseher aufgestellt, dass man einfach den Livestream vor Ort im Backstage-Bereich auch mit anschauen konnte. Und dadurch konnte man auch immer gucken, okay, passt der Zeitplan? Man hatte den ja auf dem Handy, wann welche Klassen ungefähr dran sind. Und es war halt auch praktisch, dass man da einfach immer zwischendurch auch mal kurz nachgucken konnte und nicht immer den Betreuer dann theoretisch in die Halle schicken musste, damit der guckt, ob der Zeitplan passt. Generell, man konnte auch seine Klasse überhaupt nicht verpassen, weil die haben vorher immer Bescheid gesagt, in zum Beispiel einer halben Stunde beginnt jetzt Bikini Short, langsam anfangen sich fertig zu machen, noch eine Viertelstunde Zeit und dann, die waren so laut, also man hat sich so ein bisschen schon fast wie beim Militär gefühlt, weil einfach dann so, jetzt starten wir die hintereinander aufreihen und das war wirklich so, man konnte es nicht verpassen, man konnte einfach nicht es überhören, weil man wusste genau, welche Startnummer hat man, wann ist man dran, also das war wirklich auch hinter den Kulissen super alles organisiert. Und dann, was natürlich ein richtiges Highlight war, also letztes Jahr ist man ja hinten durch den Backstage-Bereich dann auf die Bühne gegangen und diesmal war es einfach so, dass wir quasi von dem Backstage-Bereich der Athleten einmal durch die Halle, wo alle Zuschauer waren, reingelaufen sind, dann so eine kleine Treppe hoch und dann einfach wirklich komplett über die Treppe, wo dann links und rechts die ganzen Zuschauer saßen, einfach wo man dann direkt auf die Bühne geguckt hat, komplett durchgelaufen ist. Alle Scheinwerfer waren auf eingerichtet, die Zuschauer haben alle geguckt und dann ist man so in Reihe und Glied einfach hintereinander langgelaufen und dann quasi von dem Eingangsbereich einmal komplett runter die Treppen und dann so ein bisschen um die Bühne hoch
Und es war natürlich mega. Also allein dieses Einlaufen, das war so ein krasses Gefühl. Das war nochmal wirklich ein Highlight. Und im Vergleich zum letzten Jahr dann auch nochmal geiler für uns Athleten, weil wirklich die komplette Aufmerksamkeit so richtig auf einen gerichtet war. Und dann gab es wieder die ganz typischen Vergleiche. Also einfach wieder erstmal alle miteinander verglichen mit den Vierteldrehungen. Dann verschiedene Callouts. Da wurden die Top 5 dann bekannt gegeben. Bei den Top 5 dann auch nochmal Vergleiche. Und dann bekam die Siegerehrung. Es ging, glaube ich, auch ein bisschen schneller bei uns. Ich war ja Bikini-Short gewesen. Es war, glaube ich, eine halbe Stunde angesetzt gewesen. Aber im Endeffekt waren wir dann, glaube ich, nur so ein paar 20 Minuten auf der Bühne. Also es war ein bisschen früher fertig als geplant gewesen. Und ihr habt sie im Showday-Vlog gesehen. Ich habe den vierten Platz gemacht. Deswegen habe ich auch irgendwie so ein bisschen die letzten Tage nicht gefilmt, weil ich es erstmal für mich selbst verarbeiten musste. Also natürlich, man geht immer mit dem Gedanken rein, man will den ersten Platz holen. Das denkt, glaube ich, jeder, der diesen Wettkampfsport macht, weil man einfach so viel da reinsteckt. Und natürlich macht man es für Platz 1. Im Endeffekt kann nur einer Platz 1 kriegen. Und ich weiß, woran ich noch arbeiten muss. Und das ist auch logisch. Ich wusste, dass ich wieder eine wahrscheinlich der zierlichsten sein werde, weil mir einfach noch die Muskulatur fehlt und es braucht Zeit. Viele, die Wettkämpfe machen, sind schon Ende 20, Anfang 30, trainieren länger und deswegen kann ich mich mit denen gar nicht vergleichen. Ich bin im letzten Jahr ja bei beiden Saisons gestartet, also Frühjahr und Herbst, und dann hatte ich jetzt nur so einen Mini-Aufbau von 5 Monaten und da war die Zeit einfach zu kurz, um noch genügend Muskelmasse, was ich einfach brauche, draufzupacken. Deswegen weiß ich auch, die nächsten 2 Wettkämpfe, ich fokussiere mich da drauf, ich will natürlich noch eine bessere Platzierung kriegen, aber selbst wenn nicht, weiß ich, woran ich dann in der Off-Season arbeiten muss, und deswegen wird es auch eine wirklich längere Off-Season für mich geben, weil ich einfach merke, mein Körper braucht Zeit, um Muskeln aufzubauen, und es wird nichts bringen, wenn ich dann schon im nächsten Jahr wieder starten würde. Deswegen, mein Körper braucht einfach mehr Muskulatur, das weiß ich jetzt, aber natürlich war es trotzdem ein schöner Tag. Also es ist komplett gerechtfertigt gewesen, die Platzierung. Es ist ein subjektiver Sport, die Juroren wollten an dem Tag mehr sehen, die ein bisschen mehr Beine haben, mehr Muskulatur. Trotzdem habe ich noch den vierten Platz gemacht, also allein dafür ist es ja dann schon top. Ich bin trotzdem glücklich mit meiner Platzierung. Es war eine Finalplatzierung, das war mir wichtig, dass ich auf jeden Fall unter den Top 5 bin. Das habe ich geschafft, und jetzt schauen wir einfach mal, was die nächsten Wettkämpfe kommt bei der ANBF und der WMBF. Ist bei mir auch ein bisschen was mit dem Peaken schief gelaufen. Ich habe das schon im Backstage-Bereich gemerkt gehabt. Ich habe keinen Pump in die Muskulatur bekommen. Das war ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß nicht, woran es lag, an der Aufregung. Eventuell ein bisschen zu wenig getrunken gehabt, dass deswegen die Carbs und alles nicht richtig ins System kam. Bei der ANBF wird es auf jeden Fall nochmal eine bessere Form geben. Deswegen war es auch für mich eine gute Entscheidung, dass ich jetzt nicht die Europameisterschaft am Wochenende mache, weil es einfach zu knapp hintereinander gewesen wäre. So haben wir nochmal Zeit, dass mein Körper ein bisschen Ruhe zu geben, nochmal ein bisschen abzunehmen. Klar, Lina kann man immer noch ein bisschen werden, deswegen voller Fokus jetzt auf in 1,5 Wochen eigentlich nur noch die ANBF. Ich freue mich drauf, wieder auf der Bühne zu stehen, und ich habe das auch gemerkt, dieser Stage-Moment, es war so geil. Also es war einfach wie so im Flug vorbei. Ich habe so genossen, auf der Bühne zu stehen, meine Form zu präsentieren, und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich gedacht habe. Das lief einfach alles so. Ich habe nicht über das Posing nachgedacht. Das war einfach so ein kompletter Flow, und ich habe die Zeit komplett genossen, und deswegen weiß ich auch, dass das das Richtige für mich ist, auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig happy mit der Form war, weil es natürlich immer ein bisschen besser geht, aber trotzdem, es war einfach ein richtig schöner Tag, und am Ende haben wir danach eigentlich nur noch Fotos mit der Family und alles gemacht gehabt und waren dann noch den kompletten Abend da gewesen. Also wir waren wirklich bis komplett am Ende, ich glaube bis 8:30 oder so da gewesen. Also haben wir auch noch den Men's Physik Overall geschaut gehabt, und danach sind wir dann nur noch die 1,5-2 Stündchen nach Hause gefahren, und bis wir dann im Bett waren, war es glaube ich 1 Uhr. Ich habe dann abends auch nur noch mal ein bisschen Porridge gegessen, habe noch mal einen Proteinriegel und dann noch die ganzen Sachen ausgepackt. Deswegen waren wir auch erst so spät im Bett, aber ich kann irgendwie nicht schlafen gehen, wenn ich weiß, dass die Sachen noch ausgepackt werden müssen. Deswegen habe ich das da noch gemacht. Und natürlich gab es auch am Showday dann noch ein paar Treats für mich. Also mein geliebtes Kinder Bueno habe ich gegessen und dann generell noch so 2-3 Proteinriegel, ein paar Maiswaffeln, Tomaten natürlich, die hatte ich mir auch eingepackt gehabt, und das war es eigentlich. Also ich habe jetzt nicht übertrieben, keine Ahnung, wie viel Kalorien ich da gegessen habe. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, weil ich wusste, ich cheate ja nicht komplett, dass ich mir jetzt eine Pizza oder sowas gönne. Deswegen war das alles vollkommen im Rahmen. Ich konnte mir ein bisschen was gönnen, und das habe ich auch getan. Den Sonntag war ich dann wieder einmal im Training gewesen und habe generell einfach alles so ein bisschen sacken lassen und drüber nachgedacht, die ganzen Fotos angeschaut, weil es ja einfach echt immer eine schöne Erinnerung ist. Also trotz Platz 4, was für mich natürlich eine Verschlechterung ist im Vergleich zum letzten Jahr, weil ich da ja einfach den dritten Platz gemacht hatte,
weiß ich, dass die Konkurrenz einfach dieses Jahr noch stärker war und deswegen bin ich trotzdem stolz auf mich und auf den vierten Platz. Aber ich weiß, dass ich das Beste gegeben habe, nicht mehr hätte machen können und deswegen bin ich mit mir selbst zufrieden und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man auf sich selbst stolz sein kann und weiß, man hat alles gegeben, was man machen konnte. Und dann ging am Montag natürlich schon wieder die Arbeitswoche los. Also der ganz normale Prep-Alltag hat jetzt wieder begonnen. Das heißt, ab Sonntag war schon direkt wieder die normale Kalorienanzahl, also ich bin wieder bei 1300 an Trainingstagen, bei 1100 an Rest-Days, wieder fünfmal die Woche Cardio, wieder 16.000 Steps sammeln, also alles eigentlich wieder vor der Peak-Week und das machen wir jetzt diese Woche einmal noch komplett so und dann geht es natürlich schon wieder in die nächste Peak-Week. Deswegen ist ganz gut wirklich, dass ich den Wettkampf jetzt am Wochenende rausgehauen habe, dass wir einfach die Woche nochmal nutzen können zum Abnehmen. Und was natürlich auch noch ein Highlight war am Wettkampftag, Sepp hat einfach der Leni einen Heiratsantrag gemacht. Das haben wir leider verpasst, weil wir da gerade draußen mit der Family Fotos machen waren, weil es ja direkt nach der Bikini-Klasse fast war. Aber ich habe es jetzt an den ganzen Videos gesehen, den Insta-Stories und ach, richtig schön. Also das war, glaube ich, auch nochmal so, wenn man das live gesehen hätte, ein richtiges Highlight. Weil ich mir das hier so zu Hause angeguckt habe, da hatte ich schon ein paar Tränen in den Augen. Hat er, glaube ich, wirklich den perfekten Zeitpunkt gefunden gehabt, einfach weil sie da überhaupt nicht mit gerechnet hat. Also ich glaube, das war auch nochmal wirklich so ein komplettes Highlight der Evo Classic. Und die Pokale sahen natürlich auch geil aus. Also ich habe jetzt ja nur eine goldene Medaille bekommen gehabt, aber Top 3 hat ja den Pokal bekommen und der war dieses Jahr nochmal geiler, weil er einfach komplett groß und in Gold war. Natürlich Preisgeld gab es für die Erstplatzierten auch. Also was das angeht, ist wirklich ein krasser Wettkampf. Also da gibt es ja auch sonst bei den Naturalverbänden fast keine, wo man irgendwie so viel Preisgeld bekommt. Also das ist bei der Evo schon echt krass. Und auch einfach die Wertschätzung von den ganzen Athleten. Also im Backstage-Bereich, man hat sich wie so eine komplette Bodybuilding-Familie gefühlt. Ich habe andere Athletinnen getroffen, mit denen gequatscht. Man hat sich einfach ausgetauscht. Man weiß, dass wir alle Bodybuilding lieben. Und das ist auch das Geile, dass man es einfach merkt, diesen Spirit, wir leben alle dafür. Und das ist einfach so eine komplett andere Umgebung, die man da hat. Und das gibt einem natürlich auch nochmal den Push, jetzt für die nächsten Wettkämpfe und auch danach in der Offseason noch besser an sich zu arbeiten. Das ist einfach richtig geil. Also bei so Wettkämpfen kann man so viel Motivation schöpfen. Allein deswegen auch als Zuschauer ist es geil, mal so zu Wettkämpfen hinzugehen. Das war, glaube ich, auch alles, was ich jetzt so grob zur Evo Classic sagen wollte. Also vielleicht wird mir die nächsten Tage nochmal was einfallen. Wenn ja, dann erzähle ich euch das nochmal. Aber an sich, es war einfach ein mega schöner Tag. Ich habe ihn genossen und war wieder cool, einfach ein Teil komplett davon zu sein. Ansonsten war ich jetzt heute früh schon im Training gewesen. Für mich stand ein Leg Day wieder an. Da habe ich auch direkt das Evo-Shirt einmal angezogen gehabt. Wir haben ja in dieser Goodie-Bag einmal so ein Athleten-Shirt bekommen. Das war auch mega. Also einfach, dass man auch wieder so eine Goodie-Bag bekommt mit Sachen. T-Shirt ist richtig schön. M-Größe passt auch perfekt. Da habe ich dann Leg Day heute früh gemacht gehabt vor der Arbeit. Wieder 4 Übungen. Ich blende euch jetzt einmal ein paar Clips vom Training von heute ein. Ich habe auf jeden Fall als erste Übung einmal Beinstrecker gemacht gehabt, wieder im Dropset, dann einmal Beinbeuge, auch wieder im Dropset, dann einmal nochmal Beinpresse und rumänisches Kreuzheben an der Multipresse und als letzte Übung, die habe ich jetzt nicht gefilmt, weil es waren einfach nur noch Adduktoren und Abduktoren und das war auch mein Beintraining. Dann bin ich direkt arbeiten gegangen, habe jetzt einmal Feierabend gemacht und ja, jetzt geht der ganz normale Prep-Alltag weiter. Dadurch, dass ich jetzt heute früh kein Cardio vor der Arbeit gemacht habe, muss ich das jetzt gleich noch machen, die restlichen Steps sammeln und dann müssen wir heute Abend auch noch einkaufen gehen. Also Tag ist wieder vollgepackt und vor allem ich muss noch die ganzen Videos schneiden. Also ich habe jetzt so viel Content, den ich noch rausbringen kann. Das macht natürlich auch Spaß, das alles zu gucken und zu schneiden. Die Tage sind wieder komplett vollgepackt. Aber ich liebe das ja, was ich mache und deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Auch wenn ich weiß, dass es jetzt die nächsten Tage wieder härter werden wird, einfach weil ich wieder weiter diäten muss.
und das Energielevel echt nicht mehr da ist. Was ich auch noch sagen wollte, einmal hier kleines Update zu meiner Wandwunde oder was auch immer das ist von dem Wasserkocher. Am Wettkampftag, man hat es ein bisschen mit der Farbe gesehen, aber auf der Bühne hat man es nicht so krass gesehen. Also im Backstage-Bereich hat es schon sehr wehgetan. Vor allem, man musste ja gucken, man macht sich ja immer ein bisschen Öl drauf, bevor man auf die Bühne geht. Und wir mussten jetzt gucken, dass genau an der Stelle natürlich dann nichts drankommt, weil das schon gebrannt hat und auch nach dem Auftritt in allem, es hat schon gepocht. Ich habe da jetzt ein bisschen Salbe drauf gemacht, aber es ist halt schon eine echt krasse Verbrennung. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Das sieht auch echt aua aus. Ich warte jetzt nochmal ab. Wenn es nicht besser wird, werde ich auf jeden Fall nochmal zum Arzt gehen. Einfach das abchecken lassen, dass da alles in Ordnung ist. Weil wie gesagt, in anderthalb Wochen steht schon der nächste Wettkampf an. Aber ich befürchte, bis dahin wird es auch nicht weg sein. Ja, ich hoffe einfach nur, dass es sich nicht verschlimmert, dass ich da keinen Verband oder so tragen muss, weil das geht natürlich auf der Bühne nicht, sondern es ist einfach so ein bisschen zu halt und ich dann einfach... Ja, wie wieder mit der Farbe drumherum malen, aber das ist natürlich auch echt ärgerlich gewesen. Und vor allem, man weiß da auch nicht, was für Auswirkungen das jetzt auf meinen Körper und auf die Form hatte. Also es kann auch sein, dass ich dadurch jetzt ein bisschen wässriger und alles war, weil es natürlich für den Körper auch jetzt eine Verbrennung ist, nicht einfach mal so eine Kleinigkeit, ja. War scheiße gewesen, aber man kann es nicht ändern. Es gibt jede Prep irgendwas, was schief läuft und das geht ja auch jedem so. Also ich glaube, jeder hat irgendwelche Probleme und deswegen ist es jetzt. Also gucken wir mal einfach, dass es mir die nächsten Wochen besser wird und dann wird es alles schon werden. So, ich werde jetzt erstmal direkt Cardio machen, damit das nämlich für heute auch schon erledigt ist. Und dann gibt es noch die Meals später. Ich bin nämlich auch echt schon wieder hungrig. Eigentlich Standard wieder. Ich wollte euch jetzt gerade nochmal zeigen, was wir noch auf der Evo Classic gekauft hatten. Da gab es ja diese 20% Aktion, was mega war. Natürlich mussten ein paar Sachen wieder mitgenommen werden. So habe ich mir einmal diesen Supercraft Hoodie geholt. Der hat so einen krassen Stoff. Also ich wollte den lieber mal in echt angucken, bevor ich mir den kaufe, weil der natürlich schon teurer war. Der hat jetzt also auf der Evo 80 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie viel der sonst kostet. Ich glaube, da waren auch schon die Prozente mit dabei, aber der hat eine richtig krass Qualität. Deswegen habe ich mir den einmal mitgenommen. Perfekt jetzt für den Winter. Dann mussten wir natürlich die normalen Evo Classic T-Shirts wieder kaufen. Die hatten wir letztes Jahr ja auch geholt. Und ist eigentlich das gleiche wie auch das Athletenshirt, was wir bekommen hatten. Nur steht halt hinten nicht Athlet drauf. Aber ansonsten sind die in schwarz. Einmal von meinen Freunden mich. Kreatin braucht man auch immer. Einmal noch den Pump Booster Craft in Pfirsich-Eistee-Geschmack. Dann das Sleep. Das benutzen wir abends ja auch immer. Und dann habe ich noch zweimal veganes Whey mitgenommen. Die anderen Whey-Sorten hatte ich jetzt noch zu Hause gehabt. Deswegen gab es nur die beiden einmal für mich. Das sind Standardgeschmäcker, mit denen kann man wirklich nichts falsch machen. Vor allem der Off-Season benutze ich jetzt ja wieder super gerne veganes Proteinpulver. Es ist perfekt einfach für ein Porridge. Das macht nochmal eine dickere Konsistenz. Deswegen einmal klasse Schokofalm zum Backen ist sowas halt auch echt geil. Und dann einmal nochmal Vanille-Butterkeks. Das kenne ich persönlich jetzt nicht. Also ich kenne das normale Butterkeks von Evo, das Vanille. Aber in veganen Vanille-Butterkeks noch nicht. Deswegen bin ich da echt mal richtig gespannt drauf. Und dann mussten noch 4 Flav-Ups mit. Haltet mich bitte nicht für verrückt, aber gerade diese neue Sorte hier, Salted Caramel, die klang doch so geil. Deswegen musste ich mir die einmal kaufen. Dann Vanille-Cream. Vanille ist auch mega. Da habe ich nämlich noch gar keinen Flav-Powder zu Hause. Vanille-Geschmack auch zum Backen und sowas. In der Off-Season ist es dann wieder perfekt. Und dann einmal nochmal zweimal fruchtigere Geschmäcker. Und zwar Lemon Cheesecake. Ich will nämlich auch in der Off-Season wieder gesunden Käsekuchen und sowas backen. Deswegen kann man sowas richtig gut gebrauchen. Und dann dachte ich mir für den Sommer oder Magerquark generell einfach, Pfirsich-Maracuja ist auch mega. Deswegen einmal haben wir schon ein bisschen mehr gekauft gehabt und wir hatten noch einige Evo-Bars auch gekauft. Die haben wir teilweise aber schon gegessen, beziehungsweise ich habe die jetzt einfach schon weggepackt. Die kennt ihr ja auch von mir. Hatte ich ja auch in dem Showday-Vlog gezeigt. Einfach den ganz normalen Evo-Bars, auch einmal einen vegan noch. Die habe ich jetzt aber teilweise schon wieder, wie gesagt, für die nächsten Wettkämpfe eingepackt. Deswegen sind die da jetzt einmal nicht dabei. Ist hier. Es ist endlich Wochenende, die Woche ist geschafft und ich habe einfach Urlaub. Ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub genommen. Das wird mir echt nochmal gut tun und den letzten Push jetzt für die Prep geben, denn ich habe gemerkt, die Woche jetzt war wirklich sehr anstrengend. Also ich muss ja wieder zurück jetzt in die ganz normale Routine kommen nach dem Wettkämpfen, wieder mit Cardio, Steps sammeln, allem und das war schon ein bisschen heftiger gewesen, als ich gedacht hätte. Dann wieder ganz normal trainieren, wieder Vollzeit arbeiten. Dann noch irgendwie die ganzen Videos schneiden. Also meine Woche war wirklich die ganze Zeit komplett durchgetaktet gewesen. Und ich hatte auch nicht wirklich viel Freizeit gehabt. Also war eigentlich wieder eine ganz normale Prep-Woche. Umso froher bin ich jetzt wirklich, dass ich einfach 2 Wochen Urlaub habe. Ich mache mir jetzt gerade auch einmal den Nachmittagssnack. Ich habe jetzt heute einen Rest-Day. Das heißt, für mich ist das die einzige richtige Kaffmahlzeit jetzt mit 30 Gramm Haferflocken. Ansonsten habe ich heute früh und heute Mittag einmal in der Firma nur Eiklar gegessen gehabt mit bisschen Mandelmus.
Denn dann ist auch eine richtig scheiß Sache gestern noch passiert. Und zwar war ich im Gym gewesen. Als ich mir die Schuhe angezogen habe, also als ich schon komplett fertig war mit dem Training, ist mir einfach mein Nagel abgebrochen. Das heißt, ich hatte einfach jetzt hier am Daumen komplett abgebrochene Nagel, weil ich habe ja Tipps einmal drauf, einfach damit die Nägel so ein bisschen länger sind. Und ja, einmal abgebrochen. Dann musste ich schauen, wann ich das zeitlich jetzt irgendwie schaffe. Ich hatte keinen Bock, das nächste Woche zu machen. Deswegen bin ich einmal jetzt heute direkt nach der Arbeit dann ins Nagelstudio gefahren und habe mir hier jetzt einmal den Nagel wieder komplett neu gemacht gehabt. Also jetzt ist der im Endeffekt wieder wie die anderen Nägel einfach ganz normal. Aber trotzdem war das natürlich jetzt so eine Sache, die wieder dazu kam, wo ich eigentlich überhaupt keine Zeit für gehabt hätte, weil ich heute nach der Arbeit eigentlich direkt nach Hause wollte und dann erstmal schön Video schneiden, alles, weil meine Mama heute Nachmittag jetzt später nochmal vorbeikommt. War da nichts. Dementsprechend bin ich jetzt in der Stadt dann noch ein bisschen spazieren gegangen, einfach, dass ich heute schon relativ viele Steps gesammelt habe, bis Mama jetzt kommt. Die kommt jetzt auch schon so ungefähr eine halbe Stunde. Deswegen esse ich jetzt noch schnell, muss ich dann eigentlich nur noch die restlichen Steps heute sammeln und zum Video schneiden, komme ich dann wieder erst später heute Abend irgendwann alles. Also momentan ist es echt ziemlich viel. Ich wollte euch nochmal ein kurzes Update auch zu meiner Wunde geben. Falls ihr offene Wunden und sowas generell, was Narben, Brandverletzungen und sowas angeht, nicht sehen könnt, dann spult am besten jetzt mal so 10, 15 Sekunden einfach vor. Denn ich blende euch jetzt gerade mein Video ein. Das habe ich gestern Abend aufgenommen, wie die Wunde jetzt aussieht. Ich schmier da immer so eine Bitter-Isadonna-Salbe jetzt noch drauf. Ja, weil es schon ein bisschen heftiger aussieht. Also man sieht halt außenrum schon ganz gut die Verbrennung. Und da ist jetzt auch schon eine Kruste und alles drüber. Ich war die Woche jetzt auch einmal beim Arzt gewesen. Einfach, weil ich abklären wollte, dass da wirklich nichts ist. Und nicht nachher irgendwie eine andere Brandsalbe oder sowas drauf müsste. Aber der Arzt meint, das sieht halt wie eine normale Verbrennung aus, die Zeit braucht. Er konnte mir nicht sagen, ob es eine Narbe gibt oder nicht. Er meinte, wahrscheinlich wird es eine Narbe geben, weil die Verbrennung jetzt schon ein bisschen krasser aussah. Also seid da wirklich vorsichtig. Ich hätte nicht gedacht, dass einfach nur der Wasserdampf so krass viel ausmacht. Also dass man einfach nur, wenn man so kurz darüber... Ich war ja wirklich nicht lange über dem Wasserkocher. Das waren vielleicht so 2 Sekunden, dass das dann schon so eine krasse Narbe gibt oder zumindest so eine krasse Brandverletzung, das ist schon heftig. Ich muss halt gucken, dass es jetzt bis zu den Wettkämpfen so halbwegs abklingt. Ganz kurz einfach als Way benutze ich jetzt einmal hier das von Weida in Chocolate Nougat. Das schmeckt ja richtig geil. Ja, also ich denke mal, die nächsten Tage werde ich hier jetzt noch ein Pflaster drauf machen, beziehungsweise einfach drauf lassen, immer wieder neu machen täglich, damit es so ein bisschen abheilt, aber dann natürlich kurz bevor dann die Wettkämpfe sind, muss ich es wieder abmachen, einfach wegen der Farbe, damit wir die Farbe dann richtig drauf machen können. Ja, es wird jetzt die nächsten 2 Wettkämpfe nicht abheilen. Ist ein bisschen scheiße gelaufen alles, aber es ist halt so, am Wettkampftag hatte man das ja bei der Evo gar nicht so krass gesehen gehabt. Das war ja das Gute, dass man es auch auf den Bildern und so nicht extrem sieht. Ich muss halt einfach nur aufpassen, dass es jetzt nicht irgendwie wieder aufreißt und wieder mehr offen wird. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und das war eigentlich so das grobe Wochenupdate. Prep läuft ganz normal weiter ab. Übermorgen bin ich ja schon dann jetzt wieder in der Peak Week, sieht einfach zu dem nächsten Wettkampf und ich verfolge das natürlich auch so ein bisschen jetzt auf Insta mit der Europameisterschaft, die jetzt dann morgen übermorgen ist. Natürlich fällt es einem einerseits ein bisschen schwer, weil man auch gerne mit dabei gewesen wäre, aber ich weiß, es war einfach komplett die richtige Entscheidung, weil von der Arbeit in einem, ich hätte es nicht gepackt, heute wieder nach Germersheim zu fahren, dann direkt Wettkampf am Sonntag, dann die Woche drauf schon wieder am Samstag ein Wettkampf, das wäre zu viel einfach für den Körper und alles gewesen. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich den Wettkampf abgesagt habe, dass ich mich jetzt in einer Woche auf die ANBF konzentrieren kann, weil wir einfach die Woche jetzt bei mir nochmal ganz gut Gewicht verlegen konnten. Also Form ist noch wieder ein Tick angezogen. Ich bin immer noch so ein kleiner Brownie. Ich glaube, man sieht es. Also Wettkampffarbe ist wirklich immer noch am Start und die Form an sich ist auch auf jeden Fall da. Also ich bin soweit wirklich happy mit der Form. Wird, denke ich, nochmal eine Verbesserung auch zu Evo geben. Ich bin mal gespannt und auch da nächste Woche, ich werde den Tag einfach wieder genießen. Egal, jetzt abgesehen von der Platzierung, das ist wirklich scheißegal. Ich hole für mich das Beste raus und das ist das Wichtigste. Deswegen einfach weiter durchziehen, auch wenn es manchmal ein bisschen härter wird. Und ich mir natürlich auch merke, dass das Energielevel jetzt schon wieder weniger geworden ist. Also die ersten paar Tage habe ich wirklich noch ganz gut profitiert gehabt von den Carbs vom Wochenende, weil ich einfach Donnerstag, Freitag, Samstag mehr Carbs hatte. Ab Sonntag ging ja dann die normale Diät wieder weiter. Aber so ab Dienstag ging es noch, aber ab Mittwoch habe ich wirklich gemerkt, wie das Energielevel wieder runterging. Aber jetzt haben wir Freitag, es ist Urlaub und
Ich bin einfach froh, mal wieder ausschlafen zu können. Denn der Schlaf die letzten Tage war eine Katastrophe. Irgendwie immer nur 5 Stunden, weil ich nicht richtig einschlafen kann, weil auch irgendwie der Hunger wieder da ist. Also alles nicht so ideal, aber umso besser, dass wir jetzt Urlaub haben. So, bevor ich jetzt einmal komplett wieder am Verhungern bin, mache ich mir einmal das Porridge fertig. Habe ich es erwähnt gehabt? Ich weiß gar nicht, da waren jetzt 30 Gramm Haferflocken und 3 Gramm Flohsamenschalen drin. Und hier jetzt einmal 20 Gramm Choco Whey. Und das kommt jetzt ungefähr 4-5 Minuten in die Mikrowelle. Und da kommt dann einmal noch mal Wasser drüber. Und dann haben wir meinen klassischen Porridge. Porridge ist einmal fertig, ging jetzt auch relativ schnell. Perfekte Portion, ein Segen Carbs heute, die lassen mir jetzt sowas von schmecken. Und natürlich, Babylöffel ist auch wieder am Start. Einfach mit kleinen Löffeln das zu essen, ist 1000-mal besser, wenn man ein bisschen länger isst, weil es ja echt nur eine kleine Portion ist. Und da ich generell weiß, dass heute jetzt nichts Spannendes mehr passieren wird, weil später einfach nur noch Mama kommt, dann muss ich wieder duschen, versuchen die Wettkampfhaare noch so ein bisschen runterzubekommen. Video schneiden, mein Abendessen machen, Posing, Mobility, letzte Abendmahlzeit und dann war es auch schon wieder für heute. Der Tag geht echt immer super schnell rum, gerade mit Arbeit. Ihr kennt es wahrscheinlich selbst, mit einem Vollzeitjob ist es alles nicht so einfach, aber man kriegt das alles hin, man braucht nur wirklich einen gut strukturierten Tag. Also das Wichtigste ist wirklich Planung, weil ohne Planung schafft man das alles nicht. Da aber wie gesagt nichts mehr Spannendes passiert, würde ich mich jetzt für das Video von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es dann einfach schon wieder an meinen nächsten Peak Week Vlog geht. Macht's gut, tschüss!